an die Gleichgeschalteten. Um sein Brot nicht zu verlieren, in den Zeiten zunehmender Unterdrückung beschließt manch einer, die Wahrheit über die Verbrechen des Regimes nicht mehr zu sagen, aber auch die Lügen des Regimes nicht zu verbreiten, also zwar nichts zu enthüllen, aber auch nichts zu beschönigen. Er bekräftigt, dass er entschlossen ist, auch in Zeiten zunehmender Unterdrückung sein Gesicht nicht zu verlieren. Aber in Wirklichkeit ist er doch nur entschlossen, sein Brot nicht zu verlieren. Während sie noch einhergehen, als Leute, aus deren Mund keine Unwahrheit kommt, beginnt schon ihre Schädlichkeit. Wer mit keiner Wimper zuckt beim Anblick blutiger Verbrechen, verleiht ihnen nämlich den Anschein des Natürlichen. Aber bald wird er bemerken, dass er, um sein Brot nicht zu verlieren, nicht nur die Wahrheit verschweigen, sondern die Lüge sagen muss. Nicht ungnädig nehmen die Unterdrücker ihn auf, der da bereit ist, sein Brot nicht zu verlieren. Er geht nicht einher wie ein Bestochener, da man ihm ja nichts gegeben hat, sondern nur nichts genommen hat. Wenn der Lobredner aufstehend vom Tisch der Machthaber sein Maul aufreißt und man zwischen seinen Zähnen die Reste der Mahlzeit sieht, hört man seine Lobrede mit Zweifel an. Aber die Lobrede dessen, der gestern noch geschmäht hat und zum Siegesmahl nicht geladen war, ist mehr wert, ist er doch der Freund der Unterdrückten. Sie kennen ihn, was er nicht sagt, ist nicht. Und nun sagt er, es ist keine Unterdrückung. Einfache Lüge freilich hilft ihm nicht lange weiter. Dafür gibt es zu viele seiner Art. Schnell gerät er in den unerbittlichen Wettkampf aller derer, die ihr Brot nicht verlieren wollen. Es genügt nicht der Wille zum Lügen. Das Können ist nötig und die Leidenschaft wird verlangt. Dazu kommt, dass er den Unterdrückern mehr Lob herbeischleppen muss als jeder andere. Denn er steht unter dem Verdacht, früher einmal die Unterdrückung beleidigt zu sie doch überführt,
früherer Ehrlichkeit, einstigen Anstands und dann verlieren sie ihr Blut.